Servus Leute, willkommen zur nächsten 52. Folge. Hoffe ich mal, dass es die ist. Ja, weiter geht's. Freischalten der schweren Ausrüstung, schwere Infanterie ist endlich freigeschaltet und dann kann ich mich jetzt um die Krankenhäuser kümmern. Und Marmor brauche ich natürlich auch und ich bin gerade mit einer Rückkopplung zusammen im TS. Ich habe auch Ton ausgemacht. Ach, scheiß eigentlich drauf, Musik brauchen wir eh nicht. Ja, bist du mit mir im TS, Doreen und Jens? Haben auch mal FOE gespielt, beide. Ja, kennen das Spiel eigentlich recht gut, ne? Ja. Ich denke nicht, dass ich es überreden kann, mit mir nochmal auf diesem Server zu spielen. Vielleicht irgendwann mal in 10 Jahren. Ja. Das wird so sein. Jens ist gerade dabei, in Chaya, vielleicht kennt der eine oder andere das, einen neuen Account zu machen. Ich werde mich dem auch anschließen, aber vorher wollte ich die Produktion hier in Arbeit geben. So, und Jens gibt das, nee, Jens braucht dafür so viele Ressourcen seines Gehirns, dass er nicht mal irgendwas sagen möchte oder kann. Stimmt's? Was? Wie? Wo? Wer? Genau, und das ist, das exakt, was die Welt hören wollte. Ja. Also, wie gesagt, Krankenhäuser, das Glas haben wir, den Marmor haben wir nur leider nicht. Ich glaube, habe ich eine Marmorwerkstatt hier noch? Sollte ich das generell mal? Hallo, Marmor? Wie sieht denn der aus? Kein Bild. Also Marmorgesteinvorkommen hätte ich sogar. Oh, kein Platz dafür. Das ist natürlich jetzt Mist. Und ich höre mein Echo jedes Mal, das ist auch geil. Was soll ich machen? Soll ich mal schauen auf dem Markt vielleicht, ob jemand Marmor anbietet, sich ein paar... What the fuck? Sich ein paar Forge-Punkte zu kaufen, ist ja jetzt nicht so das Größte, wenn man so ein bisschen Geld hat jetzt gerade. Dann spare ich mir, dass ich jetzt das aufbaue. Ne, hat natürlich wieder keiner. Na, dann biete ich doch mal einfach was an. Was brauche ich denn nicht? Kupfer. Kupfer ist zwar schon aus dem nächsten Zeitalter. Aber ich biete einfach mal 10 Kupfer für 15 Marmor. Das ist dann wenigstens ein Geschäft wert für jemanden, der auf sowas steht. Weil es doppelt so teuer ist und naja, man kann ja rechnen, ne? Schauen wir mal, vielleicht möchte ja jemand das in Anspruch nehmen. Die Gilde ist immer noch leer, es ist nicht viel los. Es war mehr los zu den Stoßzeiten auf diesem Server, als der noch recht neu war. Aber bearbeitet habe ich hier auch noch nichts. Könnte vielleicht daran liegen. Ansonsten ist Chat auch ziemlich leer und ich würde mal meinen, ich sollte einen neuen Server anfangen, also den neuesten dann wieder, den es gibt, weil ich denke, es gibt wieder einen komplett neuen und ich denke, da kann ich mal weitermachen dann. Ne? Oh, nehme ich natürlich gleich an. Die beiden Freundesanfragen, freue ich mich jedes Mal. Und auch so, ihr könnt mir gerne Nachrichten schreiben, kennt das ja. Nachrichtenüberblick, du hast keine Nachrichten. Ich habe keine Nachrichten. Ja, das soll es gewesen sein. Mein Name ist Basekicker 1995 in diesem Spiel. Eddie Blue für euch andere und tschüss.